Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video soll es wieder für euch ein paar Impulse für eine vitalstoffreiche Ernährung geben, also eine pflanzenbasierte vitalstoffreiche Ernährung. Dafür nehme ich unseren kürzlichen Potluck einfach zur Hand, gehe mit euch über die verschiedenen Speisen, die liebe Menschen mitgebracht haben und zeige euch, wie vielfältig eine Pflanzenkost, also mit Fokus auf Rohkost, sein kann. Ich steuere zu einem Potluck immer gerne etwas Frisches wie Sprossen oder Mikrogrün hinzu. Diesmal habe ich mich auch ans Dürren gemacht. Ich habe ganz fantastische Rohkost-Frikadellen nach dem Rezept von Marlon von Raw Future wieder mal kreiert. Wirklich ein sehr, sehr fantastisches Rezept. Sowie gefüllte Champignons. Also man kann ja auch Champignons dürren und da eine einfache Füllung auf Basis von Cashew, Hefeflocken, Zitrone, Salz, ein bisschen Wasser und Pfeffer. Und dann kann man das Ganze ins Stirrgerät geben und hat fantastisch marinierte, sehr, sehr leckere Champignons, die auch immer sehr gut ankommen. Das ist unser feiner, vitalstoffreicher Potluck mit einem sehr, sehr, sehr hohen Rohkostanteil. Das ist ein veganer Snickers-Ersatz, einfach aus Datteln, Erdnussmus, crunchy Erdnussmus und dunkler Schokolade. Dann haben wir auch noch eine Süßspeise. Der Boden besteht aus gekeimten Buchweizen, Mandeln, Kokosflocken, Dattel. Dann gibt es eine mittlere Schicht aus Banane und das Topping besteht aus Karob, Kakao und Kokosöl. Das sind selbstgemachte Paprika-Tomaten-Wraps. Ist auch noch Kokosmus dazu. Da gibt es so ein ganz feines Rezept. Da kann man wunderbare Wraps dürren, die man hier mit so einem Salat füllen kann aus Möhre, Zwiebel, Avocado, Salz und Pfeffer. In der Mitte seht ihr ein Kimchi, ein etwas schärferes Kimchi gibt es in Bioläden. Das ist ein Rote-Bete-Salat, bestehend aus Rote Beete, Fenchel, rote Oliven, Dill und einer Soße aus Cashews und Hanfsamen, also ein Dressing aus Cashews und geschälten Hanfsamen. Das sind Radieschensprossen. Grüner Salat ist bei uns immer dabei. Das ist junger Spinat, das ist Feldsalat und Rucola. Also zu jedem Potluck, zu jeder Mahlzeit gibt es bei uns auch frisches Grün. Das ist einfach geschälte Gurke, zurechtgeschnitten, Chicorée und ein wunderbares Mousse, bestehend aus Brokkoli, Hefeflocken, Kürbiskernmus, Salz. Und dieses Mousse kann man dann auch in Chicorée füllen. Das sind die wunderbaren Rohkostfrikadellen von Marlon, bestehen vor allem aus Nüssen, Mandeln, Haselnüssen, Walnüssen, Sonnenblumenkern, Champignons, etwas Tomaten und noch Gewürze und Leinsamenschrot. Das ist ein Rote-Bete-Salat mit gedämpfter Rote-Bete. Dazu kommen Zwiebeln, Apfelessig, Salz und Pfeffer. Der Salat ist komplett fettfrei. Das ist ein Gurkensalat mit Kresse, etwas Happy Cheese, griechische Kräuter, etwas Salz. Das Ganze wird vermischt und fertig ist ein Gurkensalat. Das wunderbare Hanfsamen-Tabouleh von deiner Ernährung mit Petersilie, Minze, getrocknete Tomate, frische Tomate, geschälten Hanfsamen, Olivenöl, Zitronensaft und Sojasauce. Das ist ein rohköstliches Eiweißbrot aus Leinsamen, Mandeln und Kürbiskern, noch ein bisschen schabziger Klee dabei, Boxhornklee, ein paar Gewürze, Salz, auch ein wunderbarer Brotersatz. Das sind Pak Choi Sprossen, die lassen sich ganz einfach ziehen. Man benötigt einfach nur ein Sprossenglas. Hochwertige Samen gibt es im Microgreen Shop, verlinke ich euch unter diesem Video. Das ist Süßlupinen-Tempeh mit Wildkräutern, gibt es im Bioladen. Und zwei Sorten Happy Cheese. Ich glaube, das heißt gar nicht mehr Happy Cheese, das heißt jetzt Dr. Manna oder so ähnlich. Das ist die Sorte Kräuter der Provence und griechische Kräuter. Der letzte Besuch hat noch einen wunderbaren Salat mitgebracht aus Knollensellerie, Pastinaken, Möhren, getrockneten Tomaten, Datteln und Gewürzen. Und diesen Salat haben wir auch sehr gut mit den anderen Speisen kombinieren können, vor allem mit dem frischen Grün und den Sprossen. Und ich hatte noch etwas von der Füllung der gefüllten Champignons übrig, habe da einfach noch ein bisschen Wasser dazu gegeben und so hatten wir auch ein leckeres Cashew-Dressing. Das waren ein paar Einblicke in unseren letzten Potluck in kleiner, feiner und inniger Runde. Ich hoffe, ihr konntet euch ein paar Impulse mitnehmen, mehr auf eine vitalstoffreiche Ernährung zu achten, vor allem immer mit dem Fokus auch auf Grün und Sprossen. Ich werde euch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar
einige Rezepte verlinken, also zum Beispiel die Rohkostfrikadellen von Marlon, dann auch das Hanftabouli von Deine Ernährung. Ihr findet auch das Rezept für diese vegane Snicker-Variante, für diese einfache Variante und auch das Rezept für die Tomaten-Wraps. Ich verlinke euch unter diesem Video auch den Microgreen-Shop, da könnt ihr hochwertige Samen und Saaten für die Sprossen- und Mikrogrünzucht bestellen und auch einiges an Zubehör, Sprossengläser, Anzuchtschalen und Erde. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Gehabt euch wohl, ihr Lieben. Bis ganz bald.